Der Boden rund um den Waginger See ist zu fest, um Dünger und Gülle aus der Landwirtschaft aufzunehmen. Die Nährstoffe gelangen über das Oberflächenwasser in den See. Im Jahr sagt man ungefähr 16 Tonnen Phosphat. Und dieser Phosphat nährt natürlich alles, was im See drin ist, vor allen Dingen auch die Algen. Bürgermeister Herbert Häusel ließ erst vor wenigen Tagen mehrere Proben entnehmen. Diese bescheinigen dem See eine gute Wasserqualität. Es ist momentan so ein bisschen eine Hysterie da, die es eigentlich in dem Maße nicht braucht. Unser See hat sich ganz wesentlich verbessert. Wir haben jetzt nur noch die Hälfte der Phosphatfracht drin, wie wir es vor 20 Jahren gehabt haben. Auch das gehört einmal gesagt. Idylle hier am Waginger See, die Seerosen blühen und auch das Algenwachstum ist im Moment nicht so stark. Das liegt daran, dass vor einigen Wochen ja das Hochwasser war und den Waginger See umgewälzt und durchgeschwemmt hat. Aber wenn man genauer hinsieht, kann man hier zum Beispiel schon auf einer Wurzel wieder das Algenwachstum sehen, das eigentlich schon etwas überdurchschnittlich stark ist. Der hohe Phosphatgehalt beschleunigt das Algenwachstum. Das Wasser ist dadurch trüb. Das Problem seit Jahrzehnten bekannt. Hier fängt schon wieder an, das braun zu werden. Das heißt, die Steine belegen sich dann schon mit den Algen. Und es dauert nicht lang, wenn man jetzt eine Woche später kommt, ist das schon ganz intensiv wieder. Man merkt also sofort, hier ist Nährstoff da und die Algen wachsen. Der Freistaat hat bei den Subventionierungen die Bodenbeschaffenheit nicht berücksichtigt. Dieser Fehler wird von staatlicher Seite eingestanden. Die Lösung scheint einfach. Weniger Gülle bedeutet eine bessere Wasserqualität. Doch hängen davon viele Arbeitsplätze und ganze landwirtschaftliche Existenzen ab. Das ist schon richtig einfach, zu viel Gülle ausgebracht wird. Aber im Grunde ist ja der Staat schuld. Es sind ja nicht die Landwirte schuld. Der Staat hat ja Großbetriebe gefördert. Ich war ja auch Kleinlandwirt, uns haben es kaputt gespart, die haben die Preise kaputt gemacht, dann habe ich aufgehört und jetzt gehe ich da weit. Und das mache ich halt noch so nebenbei. Das ist der Punkt, wo wir ansetzen. Wir wollen einfach mehr, dass die da oben mal aufwachen und sagen, ja, Leute, euch muss geholfen werden. Schließlich hat ja die Politik der Landwirtschaft hier einen Fehler gemacht. Die Initiative Waginger See sammelte bis jetzt mehr als 1500 Unterschriften. Ziel wären 5000. Unterschreiben kann man im Internet. Wir fordern hier für den See ein Umdenken, ein extra Programm für die Landwirtschaft, dass sie weiter existieren kann aufgrund eben dieser Bodenverhältnisse. Die Petition läuft noch bis Mitte August. Trotz des hohen Algenbestands ist die Wasserqualität gut und Baden nicht gesundheitsschädlich. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.